Hallo Guys, hier, ich habe Wasserstoff, Crash bei Plug Power, Balliard Power und so weiter, kaufen Chancen jetzt neu in Wasserstoffaktien, ja und nein, hier beim Aktienkanal. Und da muss ich mal natürlich kurz reinschauen, da ich ungefähr, ja, so ungefähr knapp 20%, glaube ich, 15 bis 20% in Wasserstoffaktien investiert bin, in meinem kompletten Portfolio, Aktienportfolio, über das ich halt hier online immer so spreche, ja. Und schauen wir mal kurz rein, bin schon mittendrin hier, müssen wir natürlich reinschauen. Logischerweise, ne? Ein Fünftel meines Depots in Wasserstoffaktien. Also mal kurz schauen, was der Mensch hier, der nette Herr, hier gut aussehende nette Herr zu sagen hat. Dann die Aktie dieser leeren Börsenhülle entsprochen hatte. Nun also brach die Aktie tatsächlich unter diese Marke von 10 Dollar durch und das nachdem wir einen 52-Wochen-Hoch von über 90 Dollar gesehen hatten. Nun war es natürlich aber auch so, dass jeder, ja, der auch nur ansatzweise die operative Entwicklung des Unternehmens verfolgt hat, wohl längst verkauft hat bei Nikola. Zu viel ist da einfach schiefgegangen in den letzten Monaten. Zu sehr hat die Glaubwürdigkeit des Managements gelitten und inzwischen setzt sich die Meinung durch, dass Nikola eigentlich gar kein richtiges Unternehmen sei, sondern nur ein Forschungsprojekt, das bisher wenig mehr als Ich habe jetzt in Nikola nicht investiert. Ich weiß gar nicht, was das für eine Firma ist. Wahrscheinlich auch besser so. Die sind ja ziemlich zusammengebrochen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass in so Hype-Phasen grundsätzlich natürlich die Wall Street und die ganzen Eliten und so weiter, Investmentbanker und so weiter, ich habe ganz früher auch mal für Lehman Brothers gearbeitet, dass die natürlich das ausnutzen. In Hype-Phasen Firmen an die Börse bringen, die letztendlich gar kein operatives Geschäft haben, sondern einfach nur aufgeblasen sind mit irgendwelchen Venture Capital und you name it. Also künstliche Konstrukte und Gebilde, genauso wie Derivate, ja teilweise auch, ja, dann übertriebenermaßen zusammengestürzt werden und wiederverkauft in Pakete und so weiter. Und daraus entstehen ja auch Blasen und Krisen und so weiter. Sprich, 2008 ist ja auch so entstanden, dass man einfach irgendwelche künstlichen Finanzprodukte halt einfach gebildet hat, und so ähnlich ist es hier auch. Ja, kurz gesagt, die Firma Nikola sagt mir jetzt gar nichts, interessiert mich auch nicht, weil es mich nicht angeht. Gehen wir mal kurz weiter, vielleicht gibt es noch was anderes. danach begann der erste Anstieg auf 29,45 Dollar. JP Morgan hat voll. Cool wäre jetzt, wenn er hier natürlich einen Timer drin hätte, ne? Er hat nämlich hier nur die Hashtags, aber noch nicht diese Timer, die macht er noch nicht. Ihr solltet mal machen, wenn ihr das Video hier seht, also mein Reaction-Video. Meine Empfehlung an ihn, weil dann könnte ich hier einfach durchklicken und dann wird seine Dinger werden auch besser gerankt und schneller. Kommen recht gehabt eigentlich, ja. Das war schon damals bei 5 Dollar überfällig, diese Abstufung. Da fällt mir eigentlich nur noch der Spruch von Isaac Newton ein, der ja an der Börse auch viel Geld verloren hat und der 1720 leicht verzweifelt dann sagte: Ich kann zwar die Bewegung der Himmelskörper berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge von Menschen einen Börsenkurs treiben kann. Das einzig Richtige vom Management bei FuelCell war natürlich, diesen unfassbaren Anstieg auszunutzen, um eine Kapitalerhöhung zu machen, um Kasse zu machen. Zu 6,50 Dollar wurden Aktien im Wert von über 200 Millionen Dollar an Investoren verkauft, brutto 129 Millionen Dollar fürs Unternehmen, 96 Millionen Dollar für die Insider. Und die Platzierung gelang damals schon nur deshalb, weil man einen dramatischen Abschlag auf den damaligen Börsenkurs hingenommen hatte. Also Leute, dieses Zitat von Isaac Newton sollte sich mal ein Dirk Müller, ein Dr. Krall und ein Ochs Mathe, Mathe Ochs, na, wie heißt der? Ich habe Heuschnupfen. Na, Ochs Mathe, nein, ich kann den Namen jetzt gar nicht aussprechen. Ochs Mathe. Max Otte, so heißt er. Ja, genau. Den sollten Sie mal Isaac Newton hier mal das mal sacken lassen, was der hier zitiert hat. Er lag bei über 10 Dollar, die Kapitalerhöhung kam zu 6,50 Dollar. Aber wer jetzt denkt, dass sich immerhin ja die Möglichkeit eröffnet für das Unternehmen, das operative Geschäft dadurch stark voranzutreiben, der irrt. Denn der Großteil dieser Einnahmen geht in die Ablösung der Schulden, also in die Restrukturierung der Finanzierung. Also, und da zeige ich euch mal in dem Zusammenhang den Allzeitchart von Fuel Cell Energy. Das Unternehmen ist seit 1992 börsennotiert. Die Aktie lag splitbereinigt mal im Hoch bei über 7.500 Dollar. Daran seht ihr, wie viel Kapital hier im Laufe der Jahre vernichtet worden ist. Und dieser Anstieg damals kam beim ersten Wasserstoff-Hype um die Jahrtausendwende zustande. Und in all diesen.
Der totale Wahnsinn. 7000 Euro die Aktie. What the fuck? Jahren seit 1992, das sind inzwischen 29 Jahre, 29, hat das Unternehmen nie geschafft, auch nur phasenweise operativ profitabel zu sein. Ständig wurde Verlust geschrieben, ständig mussten neue Aktien ausgegeben werden, um Liquidität zu generieren, oder eben neue Schulden aufgenommen wurden, die jetzt mit der erneuten Kapitalerhöhung eben wieder umstrukturiert werden können. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, aber mich interessiert ja eigentlich viel mehr Plug Power, da sind viel mehr deutsche Anleger investiert in Plug Power, die sind doch viel besser. Ja, und ich muss dazu sagen, warum ist es so, dass viele deutsche Anleger in Plug Power investiert sind? Weil diverse sogenannte Experten in sogenannten Aktienkanälen, ich nenne jetzt mal keine Namen, Plug Power als die beste schlechthin Wasserstoffaktie empfohlen haben. Ja, das sind so diese ja, wie soll ich sagen, offiziellen Aktienmagazine mit ihren Kanälen. Bis vor, ich weiß nicht, 6 Wochen oder so. Und dann plötzlich kam irgend so eine News mit schlechter Bilanz und dann plötzlich wurden sie nicht mehr empfohlen. Ja? Und diese Kanäle werden von zigtausenden, zehntausenden, 50, hunderttausenden von Deutschen geschaut. Und natürlich ein Bruchteil davon investiert dann natürlich. Weil, warum schaue ich mir diese Kanäle an, wenn ich nicht drauf eingehen kann, was die mir da empfehlen? Ja, also ganz einfach. Na? Hätten. Und da sieht man mal wieder, dass Isaac Newton vielleicht doch recht hatte. Ja. Bitte schön, hier ist der Langfristchart von Plug Power und ihr seht, der sieht nicht so wirklich viel anders aus. Hier lag das Allzeithoch bei knapp 1600 Dollar, heute sind wir bei 25 Dollar. Der Hauptunterschied zu FuelCell ist einfach der, dass die Aktie erst seit dem Jahr 2000 börsennotiert ist. Das heißt, die Historie ist etwas kürzer, ansonsten aber wirklich sehr, sehr ähnlich und vor allem auch was die Realität betrifft. Ich hatte ja am 17. März ein ganz ausführliches Video, wie gesagt, zu Plug Power gedreht. Das Unternehmen musste aus Not, um überhaupt Wachstum zu generieren, viele unvorteilhafte Deals abschließen. Die haben Plug Power jetzt eingebaut. Ja, mit anderen Worten, ist eine korrupte Firma. Ja, kann man einfach so sagen, wie es ist. Und ich Idiot hatte die auch mal ganz kurzfristig, als sie runtergesucken sind, habe ich gedacht, jetzt kaufe ich sie mal ein oder so. Und nur eine Woche gehabt und dann kam diese komische Nachricht, dann habe ich es wieder verkauft. Aber war schon an sich 170 Euro minus, gell? Und die 170 Euro habe ich natürlich diesem einen Kanal dafür zu verdanken, dessen Namen ich jetzt fairerweise, das heißt fairerweise, ich sag's nicht, damit ich keine Probleme bekomme. Wer weiß, ne? Und was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, er verweist natürlich auch auf Videos von Anfang März, wo er gewarnt hat. Na, aber gut. Das war jetzt auch nicht sonderlich schwierig. Das geht eben um die Aktien, die nicht sich einfach nicht nur korrigiert hatten, sondern wie Plug Power und so weiter, Nikola oder wie die alle heißen, sondern die ja komplett zusammengebrochen sind und die wahrscheinlich auch nicht mehr steigen werden, ja, weil sie einfach, wie soll ich sagen, faule Firmen einfach sind mit faulen Assets und würde jetzt gleich nochmal ein bisschen erklären, was da genau passiert, interessiert auch kein Schwein, also keinen normalen deutschen Durchschnittsanleger interessiert es gar nicht. Es ist einfach ein scheiß Investment. Fertig. Servicevereinbarungen, die garantiert worden sind, die fielen viel teurer aus als geplant, mit viel mehr Personaleinsatz. Aktien wurden quasi verschenkt, damit man Amazon überhaupt als Kunde gewinnen konnte. Es gab Sale and Lease Back Transaktionen zur Liquiditätsgewinnung. Es geht um zu viel abgerechnete Umsätze. Man hat künstlich die Margen besser dargestellt, indem man Herstellungskosten als Forschungs- und Entwicklungskosten abgerechnet hat. Ziemlich, ziemlich messy alles, kann ich euch sagen. Ja. Und das einzig Positive auch hier, Plug Power hat diesen unfassbaren Kursanstieg der Aktie, der allerdings im Langfristchart, wie ihr hier nochmal seht, nur ein kleiner Hügel ist eigentlich, hier rechts im Langfristchart des Jahr 2021, genutzt, um neues Geld von Investoren einzusammeln und zwar nicht zu knapp. Am 27. Januar nahm man 1,82 Milliarden Dollar mit der Kapitalerhöhung zu 65 Dollar je Aktie damals noch ein. Das einzig Vernünftige, diesen völlig überzogenen Kursanstieg zu nutzen. Die Shortseller von Carisdale hatten kurz zuvor von einer Fool-Sell-Euphorie gesprochen, also Fool mit F-O-O-L, dem englischen Wort für Depp. Und meiner Ansicht nach sind sie damit gar nicht so falsch gelegen.
Allerdings, es gab natürlich ein paar gute News. SK Group, südkoreanischer Anbieter, hat 1,5 Milliarden Dollar in Plug Power investiert im Januar zum Preis von 29,29 Dollar. Das heißt, Plug Power hat brutto über 3,3 Milliarden Dollar eingenommen durch die beiden Deals. Damit kann man jetzt alle Schulden tilgen und hat zudem noch Cash übrig, dass man ins operative Geschäft investieren kann, in neue Projekte. Unter anderem gibt es da dieses Joint Venture mit Renault, das man im Januar bereits ins Leben gerufen hat und im Zuge dessen man Wasserstofffahrzeuge entwickeln möchte. Aber die große Frage hier ist natürlich, wann bringt dieses sogenannte Memorandum of Understanding etwas Zählbares hervor? Vergleichbare Kooperationen gab es in der Vergangenheit auch schon. Worum es geht, ist, diese mit Leben zu füllen, nachdem der erste Hype abgeklungen ist. Und da hat es bisher ziemlich stark gemangelt. Plug Power hängt nach wie vor an wenigen Großkunden, namentlich Amazon, Walmart und Home Depot. Und die haben besonders auch von dieser Corona-Pandemie profitiert. Das wird immer wieder vergessen. Das heißt, Plug Power war am Ende zusätzlich zum Wasserstoff-Hype auch noch in gewisser Weise Corona-Profiteur. Und natürlich, Plug Power hat jetzt 3 Milliarden Dollar Cash. Das ist eine Hausnummer, aber die Marktkapitalisierung liegt eben immer noch bei 13 Milliarden Dollar. Die Zahl der ausstehenden Aktien wird weiter steigen. Es wird Strafzahlungen hageln und vor allem... Ja, kurzum, Plug Power ist ein scheiß Investment, also wird eher fallen. Ja. Also langfristig nicht so gut. Schauen wir mal, was wir noch haben, weil ich habe nicht so viel Zeit, muss noch Netflix gucken heute. Ja, meine Stunde Netflix, The Shadowhunters. Was haben wir denn noch? Rund 1 Milliarde Dollar eingenommen, sitzt jetzt auf 1,3 Milliarden Dollar an Cash. Und man hat bereits vorgesorgt, in dem Sinne, dass man sich von den Aktionären die Genehmigung eingeholt hat für die nächsten 2 Jahre oder innerhalb der nächsten 2 Jahre weitere Aktien bis zu einem Wert von 1,5 Milliarden Dollar verkaufen zu dürfen. Ihr seht, was hier gespielt wird. Ja, die Firmen handeln sich von Hype zu Hype und das bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Wenn der Sektor gerade gespielt wird, hält man die Geldbörse auf, verbrennt das Geld in den darauf folgenden Jahren und wartet derweil auf den nächsten Hype, um dann die eigene Geldbörse wieder aufzuhalten. Und das Problem dabei ist ganz einfach das, dass die Zahl der ausstehenden Aktien immer weiter steigt und der Kurs daher auf sehr lange Sicht tendenziell fällt, und zwar gewaltig fällt. Das heißt, wer hier wirklich investiert ist, der muss eigentlich auch von Hype zu Hype denken. Wir haben diesen hohen Cashbestand bei Plug Power und Ballard Power, das gibt etwas Sicherheit nach unten. Und ansonsten heißt es einfach warten, bis der Sektor wieder gespielt wird. Und hier gibt es diese interessante Meldung, auf die ich im Titel eingegangen bin. Bis 2050 soll ja auch das Fliegen klimaneutral werden. Sehr, sehr langer Zeitraum, ich weiß. Und einer der beiden größten Flugzeugbauer Airbus will dabei jetzt massiv auf den Wasserstoffantrieb setzen. Angeblich Guillaume Faury, der CEO, sagt, 2035 könnte man im sogenannten Nurflügler per Brennstoffzelle Passagiere fliegen. Also nur per Brennstoffzelle auch. Das ist dieser nur Flügel, das soll so aussehen, wie ihr hier im Bild seht. Da geht es um einen Artikel, der in der Fachzeitschrift Aero erschienen ist. Wenn man da jetzt aber genauer liest, ja, dann wird schnell klar, dass wir hier wirklich nur eine Vision, wieder so ein Prototyp à la Nikola sehen. Es soll allein noch 5 Jahre dauern, bis das entsprechende Konzept überhaupt technisch ausgereift sei. Und klar, die Zeiten ändern sich, keine Frage, aber mich erinnert das fatal an das, was vor 15 oder 20 Jahren von Ballard Power hinsichtlich Wasserstoffautos angekündigt worden ist. Was da kommen soll in den kommenden 15 Jahren und gefolgt oder gekommen ist in der Praxis tatsächlich sehr, sehr wenig. Und bisher geht die Meldung von Airbus auch völlig unter, muss man sagen. Ballard Power verliert heute vorbörslich erneut 3%. Also um es klar zu sagen, Investments in Nikola, Fuel Cell Energy, Plug Power und Ballard Power, die haben eigentlich mit Investieren im klassischen Sinne nichts zu tun, meiner Ansicht nach. Es geht dabei eher um das Spekulieren auf den nächsten Hype. Das funktioniert so lange gut, wie die Kapitalmärkte in Liquidität schwimmen und Investoren die tatsächliche operative Entwicklung eines Unternehmens wirklich nur am Rande interessiert. Aktuell sind wir aber in einer Phase, in der so etwas wie Realitätssinn an den Märkten Einzug hält. Und diese Phase kann durchaus noch länger dauern und daher sind alle genannten Aktien aus meiner Sicht nur für hartgesottene Zocker geeignet, die vielleicht kurzfristige Kursschwankungen aussetzen möchten oder wirklich einen ganz, ganz extrem langen Zeithorizont haben und absolut zu 100%. Ja, okay, wir haben es verstanden. Ihr könnt euch den ganzen Video selber anschauen. Ich habe Nel Asa, die größte Position, was Wasserstoff betrifft, eine kleinere Position, Ballard Power, da bin ich mehr oder weniger leicht im Minus oder so, ich weiß nicht. Sorry Leute, das ist Heuschnupfen. Scheiße. Meine Pillen sind da irgendwie leer geworden. Ja, muss ich morgen wieder neue besorgen. Also, haut rein, Jungs. Wir sehen uns später. Tschüss.